Liebe rechtssuchende Bevölkerung, mein Name ist Rechtsanwalt Magister Gerold Beneder. Wir haben heute den 21.01.2021. Ich bin ganz aufgeregt. Ich habe nämlich gerade gelesen über ein Urteil des Amtsgerichtes Weimar. Die Geschäftszahl liegt mir vor und dieses Urteil, meine lieben Freunde, hat es in sich. In diesem Urteil wird abgerechnet mit der Lockdown-Politik der deutschen Bundesregierung. Der Richter hat wirklich eine vernichtende Kritik dargelegt. Ich darf euch die wichtigsten Punkte darlegen. Es geht zunächst einmal führt er aus, dass eine epidemische Lage von nationaler Tragweite nicht festgestellt werden kann. Wie wir wissen, die Lage ist ja in Österreich und Deutschland relativ ähnlich. Also wenn ein Richter nach Beweisverfahren zu dieser Erkenntnis kommt, ist schon spannend. In der Sache ging es darum, dass sich 8 Leute aus 7 Haushalten getroffen haben und die heute Verwaltungsstrafen bekommen haben und er sich damit auseinandersetzen musste, ob das zu Recht oder nicht zu Recht geschieht. Er sagt, dass ein Kontaktverbot elementarsten Grundsätzen einer Gesellschaft widerspricht. Er rechnet damit ab, dass jeder Bürger als potenzieller Gefährder der Gesundheit Dritter betrachtet wird. Er führt aus, dass die Schäden schon deshalb nicht verhältnismäßig sein können zu den Maßnahmen aufgrund des gigantischen Ausmaßes der zusätzlichen Staatsverschuldung in Deutschland, kann man sich durchaus Parallelen in Österreich dazu sehen. Wie gesagt, ich führe noch weiter aus, was da Schönes drinnen steht. Also er zerpflückt die epidemische Lage. Die Szenarien, die zum Lockdown geführt haben, zu den Maßnahmen geführt haben, nämlich eine hohe Annahme der Letalität, so der Sterbezahlen, hat sich nicht bewahrheitet. Er verweist auf die Studien vom Wissenschaftler Ioannidis, der eben dann kommt auf eine Letalität von 0,23% und damit nicht höher wie bei einer mittelschweren Influenza. Wie gesagt, er meint, dass der Kontakt zwischen den Menschen was Grundlegendes ist und was den Menschen ausmacht, und das zu behindern und verhindern und sowas unter Strafe zu stellen, hätte man sich vor 1 oder 2 Jahren kaum vorstellen können. Er meint, das normal empfundene Leben wird zum Straftatbestand umgedeutet. Dann geht er davon aus, dass das Kontaktverbot auch wirkungslos ist. Er meint, dass die Schäden mit Sicherheit gigantisch sind, jenseits 1 Billion Euro in Deutschland. Und dass diese wirtschaftlichen Schäden eben durch die Maßnahmen der Regierung verursacht werden. Er weist auf die zahlreichen wirtschaftlichen und sonstigen Schäden hin, auf die Zunahme der häuslichen Gewalt gegen die Kinder, auf die Angst der Bevölkerung und die daraus resultierenden psychischen Störungen, auf die Zunahme der Suizide, die wir schon feststellen können, in Deutschland, wahrscheinlich auch in Österreich. Auf die Unterlassung von Operationen, weil man Ressourcen bereithält für Corona-Betreuungen. Ja. Was sagt er noch? Er geht davon aus, dass wenn man das global sieht, ja, dass durch die Maßnahmen, die global passieren, sicherlich ein Vielfaches von Todesfällen international produziert wird, als die verhindert werden durch die Corona-Maßnahmen. Er meint, dass unverhältnismäßig geradezu ein farbloser Ausdruck ist für das Auseinanderklaffen zwischen dem Nutzen und den Schäden, die angerichtet werden. Wie gesagt, ein weiteres erstinstanzliches Urteil eines mutigen Richters in Deutschland. Wie gesagt, wir warten alle auf eine Entscheidung in Österreich eines Gerichtes, das ähnliche mutige Äußerungen und mutige Ausführungen zum Thema der Kollateralschäden, zum Thema des Wesens, was den Menschen ausmacht, zum Thema, ob wir überhaupt eine epidemische Lage haben, zum Thema, ob das Krankenhaussystem jemals in Gefahr gewesen ist, der Überlastung etc. Auf das warten wir. Wir warten natürlich noch insbesondere eben auf höchstgerichtliche Entscheidungen, vielleicht vom obersten Gerichtshof oder vom Verfassungsgerichtshof oder Verwaltungsgerichtshof zu ähnlichen Themen. Aber wie gesagt, wenn dieser Richter, dieser mutige Richter in Weimar
Recht haben sollte, gute Nacht Deutschland und gute Nacht Österreich. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.